Hallo zusammen, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Michelle Direll und heute schauen wir uns den Charakter deines Herzensmenschen an, Männlein sowie Weiblein. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Ihr könnt gerne auf eine Person schauen oder auch auf mehrere. Ich weiß ja gar nicht, in welcher Situation ihr seid. Man kann auf einen Wunschpartner schauen, man kann auch auf Arbeitskollegen schauen, auf sämtliche andere Menschen in der Umgebung, weil hier schauen wir uns wirklich so die Charaktermerkmale an, die diese Person eventuell gar nicht zeigt. Ja. Vielleicht hat sie ja nichts zu verbergen, vielleicht schon, whatever. Ja, das ist für jeden was vollkommen anderes hier. Zieht euch das raus aus dem Orakel, was mit euch zu tun hat. Wir sind in einem allgemeinen Reading. Hier können auch Teile nur zutreffen oder auch das ganze Reading, um wirklich sicher zu gehen, dass es mit dir was zu tun hat. Könnt ihr auch jederzeit ein persönliches Reading bei mir buchen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß jetzt hier mit dem Orakel. Wir haben jetzt hier, oder ich habe ausgewählt oder vorbereitet, drei verschiedene Decks. Und zwar, das sind auch die Auswahl-Orakel. Wir wählen heute keine Steine, sondern wir wählen Kartendecks. Und mit diesem Kartendeck werde ich dann primär für euch das Orakel auslegen, sowie auch mit einigen Neben-Orakelkarten, die auch nochmal aufschlussreich sein können für den Charakter dieses Menschen. Genau, das hat auch viele Vorteile, so ein Orakel zu machen. Manchmal ist es auch so, dass wir jemanden zum Beispiel vermissen. Ja, das tun viele Menschen, die sich so Orakel anschauen. Das ist so meine Erfahrung. Aber dann kann es so ein Trost sein, wenn du dann siehst, dass hier auch Charaktermerkmale sind, die du dir gar nicht wünschst in einem Partner. Weil das Orakel, also das Universum ist ja nicht dumm, ja. Also das will uns ja was Gutes, ne? Manchmal fühlt sich das nicht so an. Und deswegen, verstehen wir das oft vielleicht auch falsch. Und dafür sind dann so Kartenlegungen echt ganz super, um das zu beleuchten. Das erste Orakel wäre hier das Klimt-Tarot. Diese Bilder sehen original aus wie die von Klimt. Das ist echt der Wahnsinn, als hätte er sie gemalt. Die habe ich in Wien gekauft tatsächlich. Und zwar in einem Esoterikladen, im Großen in Wien. Und in Wien hängt auch im Belvedere-Museum das Bild, also das Originalgemälde von Klimt, und zwar der Kuss. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und deswegen ist das irgendwie eine schöne Erinnerung, wenn ich mit diesen Karten hier arbeite. Das wäre das erste Orakel oder dein erster Mensch oder wie auch immer ihr euch entschließt, es zu schauen. Das ist das zweite Orakel. Das ist hier das Dark Fairy Tarot. Es ist ein bisschen düster, ein bisschen goth, ein bisschen dunkel. Erstes Orakel, zweites Orakel. Und hier haben wir, jetzt nicht erschrecken, das sind sehr erotische Bilder. Hier haben wir das Manara-Tarot, das sind so Erotikbilder. Aber ich werde damit so umgehen wie mit dem traditionellen Tarot. So, dann schauen wir mal. Ich hoffe, ihr habt gewählt. Wenn du etwas mehr Zeit brauchst zum Auswählen, dann kannst du das Video auch gerne anhalten. Und ich beginne hier mit dem Klimt. Das wäre das erste Orakel. Am Ende von jedem Pile oder von jedem Auswahlorakel gibt es auch noch einen Song aus dem Musikorakel. Ich habe hier das Musikorakel gemacht. Hier sind über 90 Lieder, Stücke drin, verschiedenste Musikrichtungen und vor allen Dingen auch verschiedene Aussagen der Songs. Weil jedes Lied hat ja eine andere Stimmung, traurig, lustig, fröhlich, alles Mögliche. Und jedes Lied erzählt uns eine Geschichte. Dann werde ich noch live etwas für euch singen. Zunächst einmal schauen wir mal hier in die Karten rein. Und jetzt denke bitte an deinen Menschen, bei dem du sehr gerne wissen möchtest, welchen Charakter diese Person hat, aktuell oder allgemein. Gucken wir mal. Ja, zwei der Schwerter. Das ist der Hammer. Ich muss euch etwas beichten, ihr Lieben. Ich habe schon mal angefangen, dieses Video zu drehen, und zwar mit meiner anderen Kamera. Dieses Video wurde abgebrochen beim ersten Orakel. Das habe ich als Werbung genommen für TikTok und habe es auf TikTok hochgeladen, ja. Weil an sich ist das ja eine schöne Vorbereitung gewesen, alles, ne? Aber leider ist das Video abgebrochen. Ich habe mich halt entschieden, die andere Kamera zu nehmen. Jetzt
filme ich mit der anderen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was es schon wieder mit mir macht, ja? Also Tarot ist so krass, heftig, ja? Wenn die Karten uns etwas sagen möchten, sie finden einen Weg, es uns zu sagen. Das ist echt meine Erfahrung, langjährig. Und bei dem ersten Orakel waren die zwei der Münzen rausgekommen. Die zwei der Schwerter und die zwei der Münzen. Das ist eine recht ähnliche Aussage. Hier haben wir es. Und ich kann mich nur wiederholen. Schaut mal auf meinen TikTok. Mein TikTok ist unten. TikTok, da tue ich auch mal so Kartenreadings reinstellen, aber auch viel so Färben mit Henna und ein bisschen so aufgelockerte Themen. Da mache ich nicht nur so fundiertes Kartenlegen, sondern auch mal so just for fun Sachen. Das mache ich deshalb, weil dann dadurch natürlich auch die Reichweite steigt, wenn man auch ein bisschen präsenter ist auf anderen Kanälen. Und es macht halt Spaß. Dort könnt ihr auch gerne mal reinschauen, weil es ist echt spannend gerade. Denn diese Resonanz ist wirklich bezeichnend. Also diese zwei der Münzen sind nämlich vorhin rausgefallen. Zwei der Münzen und hier haben wir die zwei der Schwerter. Und ich kann mich nur wiederholen. Also es handelt sich um eine Person, die einfach unentschlossen ist. Kannst du jetzt mal gucken, ob das jetzt schon auf dich zutrifft, die Aussage der Unentschlossenheit. Vielleicht ist diese Person allgemein sehr unentschlossen. Vielleicht ist sie nur bei dir gerade unentschlossen. Also beides ist nicht besonders förderlich, würde ich wahrscheinlich behaupten. Weil wenn viele gucken ja bei diesen Orakeln auf die Liebe, dann möchte man ja schon einen Partner haben, der sagt so, ich gehe für dich die Extrameile oder ich beweise mich auch ein wenig vor dir oder möchte gerne, dass wir einen Konsens finden und dass wir eine Entscheidung treffen, um miteinander zusammen zu sein oder einen gemeinsamen Weg zu gehen. Und hier sehe ich sowas eher nicht. Diese Unentschlossenheit, wisst ihr, es kann auch sein, weil hier sind ja zwei Menschen auf dem Bild. Vielleicht hat diese Person auch schon einen Partner oder eine Partnerin und ist in einer unglücklichen Ehe oder vielleicht halbglücklichen Ehe oder sonst wie Ehe, ja, wo angeblich nicht viel läuft oder doch was. Also da gibt es ja die wildesten Storys, muss ich euch halt auch sagen. Ja. So, und hier ist es aber so, dass dieser Mensch vielleicht sich auch nicht löst vom alten Partner und diese Entscheidung eben nicht fällt und da kleben bleibt. Ja. Und halt wirklich hin und her überlegt. Es ist so jemand, der keine geerdete Entscheidung trifft und auch nicht ins Tun kommt, sondern echt rumhörend, weil wir haben ja die Schwerter und das sind die Gedanken. Queen of Wands. Queen of Wands. Dieser Mensch ist eigentlich in einer weiblichen Energie, ja. Ob es sich jetzt um einen Mann oder um eine Frau handelt, wir haben diese Queen of Wands, wir haben die auf dem Kopf. Das ist eine Person, die auch sehr schaut, was andere Leute machen, die vielleicht auch Entscheidungen von anderen Leuten abhängig macht, die in so einer Pussy-Energie ist. So sorry, ja? Aber wisst ihr, manchmal ist so Umgangssprache, sagt's einfach und ist mehr auf den Punkt, als irgendwie jedes Grammatikbuch es auch irgendwie rausholen würde. Ich find's ein bisschen Pussy, ne? Also irgendwie so ein bisschen, kann sich nicht so entscheiden, fragt zu viele Leute um eine Meinung. Wir haben hier ganz viele Köpfe, ja. Ganz viele Köche verderben halt leider dann doch den Brei. Und jeder hat auch voll die Meinung, ja. Jeder steht da ja auch mit einem Wand oder mit einem Stab und haut einem auch die Meinung gehörig um die Ohren, ja. So, wenn du ein Mann bist, dann ist es eine Frau und dann ist es halt eine unentschlossene Frau, ja. Und wenn das aber ein Kerl ist, dann gesteht sich dieser Mann aber auch seine weibliche Seite nicht so richtig ein oder seine Unentschlossenheit. Ich meine, weibliche Seite zu haben als Mann ist ja was sehr Positives, ja. Das ist ja wunderbar, wenn jemand reflektiert. Ja, also sowas wie eine psychologische Reflexion über andere oder über die Welt, ja, oder auch sich zu interessieren für die eigenen Kinder, Pädagogik. Richtig einordnen. Das sind ja alles so wunderbare weibliche Eigenschaften. Wenn ein Mann sowas mitbringt, dann ist es ja, ein Sechser im Lotto, wir müssen es doch mal so sagen, oder? so, die war ja auf dem Kopf hier. Aber wenn das Dings hier auf dem Kopf ist, ja, und diese Unentschlossenheit, da, ich sag mal, dieses männliche Pfeffer fehlt, um irgendwie zu sagen, so Tacheles, wir machen die Sache jetzt einfach mal so.
Weil mein logischer Kopf, ja, das sind ja die Schwerter. Die männliche Energie ist ja sehr logisch. Und ich meine, die männliche Energie, sehr attraktiv finde ich das, wenn es in einem Mann ist. So eine männliche Energie, so logisch. Ich habe eins und eins zusammengezählt. Ich bin überhaupt nicht beeinflusst von irgendwelchen Hormonen oder Gefühlen. Sondern kann einfach sagen, das ist jetzt hier für alle wirklich das Allerbeste. Wir gehen jetzt den Weg, wir treffen die Entscheidung und damit wird jeder glücklich sein. Ja, also wenn man da irgendwie so in die Tat kommt, aber das sehe ich hier nicht, obwohl hier sehr viel Feuer ist, ja. Also da unterdrückt auch jemand sehr sein Feuer, sein Temperament, seine Leidenschaft. Genau. Und er dreht sich im Kreis auch emotional. Und wartet irgendwie, bis er abgeholt wird, bestellt irgendwie wie bestellt und nicht abgeholt, so hockt auf der Couch, bis irgendwie, ich weiß nicht, eine Bombe platzt oder bis jemand klingelt oder sowas. Ist halt so eine Sache. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr auf eine Frau oder auf einen Mann schaut. Also meistens sind es Frauen, die Orakel schauen. Aber das ist es nicht nur. Schreibt doch in die Kommentare, was das für eine Person ist. Wir sind halt in einem allgemeinen Reading und so ist das eben, ne? Dieser Mensch lässt den Karren einfach an die Wand fahren und merkt gar nicht, dass der Karren an die Wand fährt. Und es ist ihm oder ihr fast egal, ob er oder sie durch diese Unentschlossenheit auch irgendwie Dinge zerstört. Ja, oder Beziehungen zerstört oder das Leben zerstört. Was ich hier auch sehr, sehr sehe, ihr Lieben, dieser Mensch könnte auch depressiv sein. Mir kommt wirklich so eine Passivität rein, so eine Depression, obwohl die Königin der Stäbe ja eigentlich eine sehr aktive Person ist, eine sehr lebensfreudige. Aber hier ist es echt auf dem Kopf und die ist so, die sieht auch so, schaut mal das Gesicht, ja, die sieht auch wirklich so lethargisch aus. Und das ist natürlich eine Krankheit. Also ob jetzt Frau oder Mann, das so muss behandelt werden, sowas. Ja. Tut mir auch leid, ja. Also das ist halt, jeder hat da auch so was zu schleppen in seinem oder ihrem Leben. Also so kommt es mir hier sehr stark rein. Ja, das ist so das Erste, was ich hier sehe. Ich habe jetzt noch andere Karten. Und zwar, ich habe einmal hier Malerei. Das sind so Bilder. Habe ich auch noch dazu genommen und ich habe auch noch das Krafttier-Orakel dazu genommen. Und zwar vom Schirner Verlag, denn das zeigt uns auch nochmal, Tiere haben ja auch Charaktermerkmale sozusagen. Und das ist, die Malerei ist hier aus dem Otto Meyer Verlag Ravensburg, Ravensburger Spiele, Nummer 357. Ne? Und es ist auch nochmal sehr spannend, was für ein Tier jetzt hier rauskommt. Das deute ich dann auch charaktermäßig auch auf diese Person, zusammen mit diesen Tarotkarten. Das ist jetzt so ein, das Orakel. Ich nutze hier verschiedene Tools, ja? Kojote, närrische Weisheit. Kojote. Was fällt mir zum Kojoten ein? Mein Gott. Ich kenne mich jetzt gerade mit irgendwie einem Kojoten nicht so aus. Ich muss mal hier kurz gucken. Kojote, närrische Weisheit. Was soll denn närrische Weisheit jetzt sein? Sind Kojoten nicht irgendwie so falsche Tiere oder sowas? Also irgendwie fällt mir, also ich kenne mich halt echt nicht aus mit diesem Tier. Muss ich total passen jetzt gerade. Naja, ich lese mal ein bisschen, ne? Mal schauen, was da kommt. Bedeutung der Karte. Unvorhergesehene Ereignisse kündigen sich an. Faktoren, die du nicht berechnen und willentlich steuern kannst, wirken auf dein Leben ein. Die Karten werden neu gemischt. Nichts bleibt, wie es ist. Entspanne dich, lasse zu, was geschieht und vertraue. Neues Spiel, neues Glück. Jeder Verlust kann ein großer Gewinn sein. Neue Chancen bieten sich dir. Das ist auch ein Mensch. Ich sag mal so, ja. So, das ist genau, dieser Kojote lässt eigentlich los. Das ist so eine Surrender-Karte. Ich möchte jetzt auch nicht alles hier lesen. Es geht uns ja einfach nur um Merkmale hier im Prinzip. Aber ich habe es hier auch schon ein bisschen weiter gelesen, ohne es vorzulesen. Naja, hier steht zum Beispiel so, manche Kräfte können sich entfalten, wenn wir bereit sind, die Schatten in uns zuzulassen und zu erlösen. Doch vertraue, du wirst sicher geführt. Alles hat seine Richtung. Genau, der lässt sich nämlich führen. Er oder sie lässt sich nämlich führen. Was ja auch gut ist, wenn man in einer Situation ist. Also diese Person kann auch gut unterscheiden, was kann ich ändern
und was kann ich nicht ändern? Diese Weisheit hat ja diese Person. Im Moment ist sie aber so lethargisch, ja? Vielleicht denkt auch diese Person gerade, dass diese Situation, wo sie gerade drin sind, eh unveränderlich ist und sie selber überhaupt gar nicht genug Kraft haben oder immer wieder die Kraft auch weggeht von ihnen, um wirklich eine Transformation zu machen oder selbst was zu verändern. Allerdings ist diese Situation nicht gut und früher oder später wird das Ganze hier, wird diese Passivität gestraft und dann wird der Karren an die Wand gefahren. Ja, also das ist sehr stark das, was mir hier reinkommt. Diese Person kann allerdings, und das ist auch ein Plus, und das können auch nicht alle Menschen, aber diese Person kann auf alle Fälle auch gut sich führen lassen, ja, das können manche von uns ja nicht, ja, also das ist so übermäßig kontrolliert ist der Mensch jetzt nicht, ja, was natürlich auch ein Vorteil ist, ja, weil manche Leute möchten ja alles selber machen, alles selber bestimmen, andauernd selbst die Kontrolle haben. Diese Person, und das ist das Plus von der Person, kann nämlich die Kontrolle auch mal abgeben und auch mal fünfe gerade sein lassen, was ja auch schon wieder der Vorteil ist. Peter Paul Rubens haben wir hier. Peter Paul Rubens, 1577 bis 1640, Antwerpen, Hauptmeister der flämischen Barockmalerei. Diplomat, Sinnenfreude und rauschende Fülle in prächtig leuchtend farbigen, bewegt komponierten Bildern. Religiöse und mythologische Stoffe, Selbstbildnis mit Braut, Tiere, Landschaften. Ja, für mich ist das auch hier ein Zeichen. Also ich habe ja das Universum so quasi gefragt oder programmiert, eben daraus intuitiv alles abzuleiten heute. Hier ist natürlich ein Paar abgebildet. Also wenn diese Menschen hier in einer festen Beziehung sind, dann sagt es mir hier intuitiv, auch wenn es jetzt keine klassische Tarot- oder Orakelkarte ist, sagt es mir hier intuitiv, dass diese Menschen eigentlich am Platz bleiben, wo sie einmal hingeheiratet haben. Oder wo sie dann sind, ja. Ja, hier sind wirklich ganz, ganz verschiedene Szenen des Lebens, ja, auf den Bildern. Leider schwarz-weiß, was ein bisschen so lala ist, aber ich habe so verschiedene Kartendecks und ich benutze die ganz gerne immer mal. Wirklich ganz verschiedene Bilder und verschiedene Szenerien. Für mich ist das so ein bisschen so was Traditionelles hier. Wir haben uns einmal für den Weg entschieden, wir gehen den Weg weiter, auch wenn ich dabei nicht glücklich bin und im Prinzip depressiv werde. Also das ist ein Mensch, der dann nicht einfach Tabula Rasa macht und sich aus dem Ganzen befreit. Das macht aber das Leben für diesen Menschen früher oder später. Das ist sehr stark die Message, die ich hier bekomme. So. Ich werde hier auch nochmal drei weitere Tarotkarten ziehen. Mal gucken, was da so ist. Ja, eben. Diese Person weiß schon, was er oder sie will. Diese Person ist eigentlich sehr klar definiert. Was mir auch sehr reinkommt, intuitiv, da ich ja auch mit System arbeite, Numerologie, Astrologie, Human Design. Hier kommt mir sehr stark ein sehr, sehr definiertes Chart rein. Also das kann sehr gut sein, dass diese Person ein sehr gut definiertes Ego hat, ein sehr gut definiertes G-Zentrum. Das müsst ihr jetzt auch nicht alles im Detail verstehen. Das bedeutet einfach ein sehr gefestigter Weg, ein gefestigter Charakter, eine Willenskraft, Willensstärke. Und diese Person weiß genau, an welchem Ort und sonst wie er oder sie hingehört. Aber sie können dafür nicht einstehen, ja. Sie sind da irgendwie in dieser Bahn einmal. Vielleicht ist es auch hier ein Generator, der einmal einen Weg eingeschlagen hat und ganz schwer da wieder rauskommt. Wenn ich irgendeine Kraft wirklich diese Einladung quasi den Motor anschmeißen lässt im Sakral, ja. Das ist das Problem. Da kommt die Person nicht so richtig raus. Sie hätte die Kraft und sie hat auch wirklich ein Standing, dieser Mensch, aber ist nicht lebbar. Dieser Mensch ist einmal wirklich in dieser Welt, ja, also das heißt die Welt, die sie sich da aufgebaut haben. Dieser Mensch wäre, und das ist jetzt genau der Witz, verdammt nochmal,
So, und das ist das, was mich jetzt hier echt langsam, also wenn ich du wäre, ich würde, glaube ich, vor Wut, also Funken sprühen, weil, boah, hier ist so diese Karte, die wieder sagt, dieser Mensch ist eingeschränkt. Eingeschränkt in diesem Gefängnis hier. Was weiß ich, vielleicht sind manche ja tatsächlich im Gefängnis. Ich meine, wir sind ja in einem allgemeinen Reading, ja. Aber das ist ein Kopfknast, Kopfkino-Gefängnis, ja. So dieses, ich habe einmal geheiratet, ich muss jetzt hier bleiben. Wir haben Kinder, Kinder werden Knacks bekommen, Trauma, deswegen kann ich mich nicht scheiden lassen, ja. Wobei die Kinder vielleicht das auch nicht ertragen können, wenn ein Elternteil ständig depressiv irgendwie durch die Bude läuft, ja. Dann ist es für ein Kind auch mal cooler, wenn dann zum Beispiel ein neuer Partner kommt und dieser Partner aber dann irgendwie frischen Wind mitbringt. Also versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht immer gut, irgendwie die alten Kamellen irgendwie weiterspulen zu lassen. Aber das tut dieser Mensch. Dieser Mensch hat eigentlich einen sehr festen Charakter, eine sehr, also wirkliche Willenskraft, die Fähigkeit auch viel Geld zu manifestieren. Mit dem definierten Ego kommt mir alles jetzt rein, ja? Also auch wirklich die Fähigkeit, Liebe zu transportieren für andere. Diese dann in den anderen vermehren zu lassen, ihnen eine Richtung zu geben, auch was Familie angeht und so weiter, wirklich ein Zuhause zu errichten. Aber diese verdammte Person kommt aus ihren Scheißlatschen nicht raus. Und ich kann total verstehen, wenn du zum Beispiel zu Hause bist und dann irgendwie denkst, ja, wieso kommt denn die nicht aus dem Push? Es tut mir sehr leid, sie müsste eigentlich aus dem Push kommen. Ja? Das wäre die verdammte Aufgabe, hier aus dem Push zu kommen. Aber leider Gottes macht sie ja jeden und sich selbst irgendwie in der Umgebung unglücklich. Das ist auch oft das Problem des definierten 28-38-Kanal, nach dem Motto stur den Leidensweg fortfahren, weil man das so macht. Und Mann ist eine Kreatur, der ein N fehlt. Und irgendwie hat das für mich so etwas, was etwas zu Kurzes. Und jetzt Ironie Ende. Ja? Irgendwas ist doch zu kurz geraten, wenn ein Mann nur ein N hat. Wobei ich da überhaupt nicht werte. Die Leute bewerten sich schon selber, vor allem die mit einem offenen Egozentrum. Aber, also ich finde das irgendwie immer katastrophal, ja, wenn die Leute sich ihr eigenes Leben versauen, weil sie versauen ja auch das Leben einer anderen Person, die ja nun mal vor Sehnsucht hier hofft, dass dieser Mensch sich meldet. Das ist so, wenn es halt in einem Liebesreading ist. Wenn du auf Geschäftspartner oder auf Kunden oder auf Mitarbeiter oder sowas schaust, ja, oder Vorgesetzte, das ist halt, die kommen halt auch nicht aus dem Push, ja. Die machen ihre Aufgabe vielleicht auch nur so seit Jahrhunderten, seit 20.000 Jahren und naja. Mit diesen Menschen wäre vieles möglich, aber verändert sich da noch mal was? Nee, die hirnen weiter, ja, sie beobachten weiter einfach so. Ja. Kann auch ein Projektor sein, der irgendwie sich nicht bewegt, aber eigentlich die Fähigkeiten hätte, viel Stabilität zu erzeugen. Ja, das kann es hier auch irgendwie sein. Neun der Erde. Also mich wird die Person nerven. Die nervt mich ja schon, wenn ich schon die Karten sehe. Ja? Ich bin Manifestorin, mich nervt sowas halt. Und alle Karten auf dem Kopf, ja? So, das ist auch kein Zufall, dass sie alle hier auf dem Kopf sind. Das ist jetzt hier das Deck. Na komm, ich sag mal hier die Karten, ja, weil es gehört sich so. Ich muss bei YouTube mal echt die Karten sagen. Colette Baron Reid ist das hier aus dem Knauer Verlag. Finde deinen wahren Weg. Ja, das sind die Karten, die ich benutze. Jetzt noch zusätzlich. Als Klärung und so. Nee, nicht als Klärung, aber als weiteren Weg. Ja, Bote der Luft. Beobachten, nix tun, ja. Neun der Erde. Kann sein, dass dich diese Person mit Geld abspeist, ja. Also ich meine besser als gar nichts. Ja. Wenn sie sagt so, ja, hör mal, irgendwie, ich komme aus diesem ganzen Gebilde hier nicht raus. Ja, wenigstens lade ich dich mal super schön ein, irgendwie in eine Thermenlandschaft mit 5-Sterne-Restaurant oder so, ja. Oder zahl dir die eine oder andere Rechnung, weil ich bin eine Lusche. Mit mir ist sonst nicht viel anzufangen. Und Amen. Das war ihr Leben, euer Orakel. Und jetzt tun wir euch noch ein Lied ziehen, ja? Kannst mal gucken. Wir schauen einfach mal auf diese Stimmung, nochmal auf den Charakter anhand von einem Lied. Wenn diese Person was singen würde, was würde er oder sie singen? Dann können wir auch noch viel sagen, was für ein Lied er oder sie jetzt wählt oder zielt, ja?
Und ich werde zunächst einmal den Song suchen und euch dann sagen, was für ein Titel. Also du merkst schon, ich muss ja jetzt schon lachen. Ihr werdet vielleicht auch schmunzeln. Ich muss mal hier suchen. Leider Gottes, ich habe die Listen hier zu groß gemacht in diesem Musikorakel. Ich kann hier nichts auswendig, warum, weil es ist nicht mein Repertoire. Die Lieder, die wurden ja so ausgesucht von mir, dass sie auch wirklich ein Orakel machen können. Ja, weil die, ein Orakel ist ja deswegen Orakel, weil sich ja die Texte und die Geschichten unterscheiden. Wisst ihr, was ich meine? Natürlich habe ich das so ausgewählt, ja, sonst würde ich es ja überhaupt nicht Orakel nennen. Wisst ihr was? Ich singe mal und dann sage ich euch mal, um was es hier geht und was für ein Song das ist. Dancing with tears in my eyes, weeping for the memory of a life gone by. Dancing with tears in my eyes, living out a memory of a love that died. It's fire. And I'm driving home again. It's hard to believe that it's my last time. The man on the wireless cries again. It's over, it's over. Dancing with tears in my eyes, weeping for the memory of a life gone by. Dancing with tears in my eyes, living out a memory of a love that died. Ja, eine depressive Lusche. Tanzt mit Tränen in seinen oder ihren Augen, weil sie aus ihrem Gerüst hier nicht rauskommen. Weil sie vielleicht auch zu stur sind mit diesem sturen G- und Ego-Gedöns. Zentrum definiert wahrscheinlich. Ich muss mal nachgucken, ob er oder sie das hat. Also ansonsten ist es hier symbolisch. Dann sind die halt gerade in der sturen Energie. Ja? Passt doch wunderbar, das Lied. Also, die sind überhaupt nicht glücklich, aber sie sind zu stur, um da einfach mal rauszukommen. Was leider Gottes nicht dein Problem ist, ja? Also man würde es total gerne ändern als Außenstehender. Vielleicht fragst du auch auf andere Menschen und gar nicht auf die Liebe, die vielleicht irgendeine Problematik haben. Vielleicht Suchtproblematik oder sowas. Ja, du kannst nichts machen. Das ist ja genau das Fatale, ja? Tut mir leid. Das ist das, was ich hier leider sehe. Und vor allen Dingen, sie kommen ja auch nicht selber da raus. Sie werden auch jetzt erstmal nur passiv sein irgendwie. Kann auch sein, dass die auch in sich investieren werden, weil wir haben ja auch Münzkarten. Ja, das kann auch schon sein, dass sie vielleicht sich Hilfe suchen und in sich investieren. Vielleicht, wenn es um ein Suchtproblem handelt, das kommt mir halt eben auch rein, kann auch gut sein. Bei dieser Konstellation hier, da kann es auch sein, dass sie irgendwie eine Suchtklinik aufsuchen und da halt sich helfen lassen und für ihre Gesundheit etwas tun. Also was auch immer, sie werden schon in sich investieren, aber sie überlegen im Moment, was zu tun. Aber viele von ihnen, ja, werden halt auf dieser Sicherheit sein, hängen bleiben. Und der Schlüssel ist hier auch Sicherheit. Also du sollst, wenn dir diese Person sehr wichtig ist, dann bringe ihr irgendwie Sicherheit, dass sie sich sicher fühlt in dieser Veränderung. Hier kann es sich auch sehr um Erdzeichen handeln oder sie haben sehr viel Erde im Horoskop, ja? Dancing with Tears in Your Eyes von Ultravox. Ja? Und zwar ist es hier aus dem Jahr 1984 aus dem Album Lament, ja? So, und das ist das Orakel. Ich danke euch von Herzen, meine Lieben. Orakel Nummer 1, ja? Und nun wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, wenn ihr nicht mehr weiterschaut oder sowas. Aber vielleicht guckt ihr auch noch weiter auf die nächste Person, wie auch immer in eurem Leben. Kann ja auch Familie oder sowas sein, ne? Gut, okay, dann gucken wir mal hier weiter.
Wenn du dich jetzt hier für das Dark Fairy Tarot entschieden hast, dann schauen wir mal hier rein. Was ist das für eine Person, an die du denkst, der das und so? Auch wieder so jemand, der sehr sicherheitsbedürftig ist, aber jemand, der auch echt seine oder ihre Stabilität sehr schätzt. Sie haben eine gute, stabile, finanzielle Basis, kommt mir sehr rein. Das ist auf jeden Fall etwas, was sie sehr brauchen, ja? Also dieser Person ist es sehr wichtig, alle, was sie machen, tun, anfangen oder wie auch immer, immer diese Basis hat. Das ist das A und O, kommt mir sehr stark rein, roter Faden. Die brauchen eine stabile materielle Basis bei allem, was sie tun. Und sie sind da auch sehr dickköpfig und sehr streng mit allem und mit anderen und mit sich. Also wenn das irgendwie nicht gegeben ist, dann ist auch nichts möglich und auch weder Veränderung noch irgendwie Gang nach vorne ist hier nicht möglich dann. Durch diese stabile Basis, ja, erhoffen sie sich auch eine gewisse Freiheit, eine Freiheit zu reisen. Das kann sein, wisst ihr, das ist so eine sehr gute, stabile Basis. Das ist nicht einfach nur Rechnungen bezahlen können, sondern auch darüber hinaus für immer eine finanzielle Unabhängigkeit zu haben in der einen Form oder der anderen. Und da schauen sie wirklich immer mit Argusaugen, wie so Dagobert Duck ein bisschen auf seinem Schatz sitzend, dass das immer, immer fließt und immer gegeben ist und immer stabil bleibt, ja? Sie möchten auch wirklich mit diesem Geld, sie möchten es nicht aus dem Fenster hauen oder sowas, dafür sind sie zu ordnungsliebend, würde ich meinen. Aber sie möchten gerne unabhängig sein mit diesem Geld und Macht ausüben, wenn Macht ausgeübt werden muss. Das heißt, wenn sie sehen, dass irgendwo ein Unrecht passiert, dann möchten sie mit diesem Geld auch Macht ausüben können. Das ist ganz wichtig. Also nicht negative Macht, ja, sondern so eine globale Macht irgendwie. Ja, das ist das, was mir reinkommt. Was haben wir denn hier noch? Die zwei der Stäbe. Schon wieder zwei der Stäbe. Ja. Diese zweite Stäbe ist nicht unbedingt eine Unentschlossenheit, sondern einfach auf diesem Ding, was ich gerade gesagt habe, auf diesem Sturen ein wenig, da drauf sitzen zu bleiben und sich hierbei keinen Millimeter weiter zu bewegen. Das ist einfach nur so eine Confirmation dafür, dass sie einfach so bumm auf ihrem Hintern hier sitzen bleiben. Sie werden sich niemals nach rechts oder nach links bewegen. Sie werden sich niemals bewegen lassen, entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Sie hocken schon auf dem, was sie sich hier entschieden haben. Und da ist jetzt überhaupt gar keine Kraft, gar keine Macht, ja, die da umentscheiden würde. Ja, was haben wir denn hier noch? Ja, Stier, wow, seht ihr? Das ist natürlich hier auch, sie haben auch eine hohe Moral. Das ist echt kein Mensch, der die Kohle aus dem Fenster schmeißt, ja. Du wirst es bei diesen Menschen nicht erleben, dass irgendwas Unrechtes mit dem Geld passiert. Das ist kein Mann oder sowas, der irgendwie, was weiß ich, für irgendeine Geliebte irgendwas, weiß ich nicht, Kohle aus dem Fenster schmeißt, ja. Das ist keine Frau, die irgendwie blindlings nur shoppen geht und einen Haufen Zeug in ihrem Kleiderschrank hat und ihn irgendwie seit 2 Jahren nicht mehr angezogen hat. Ich rede gerade von mir. Nee, Quark, aber im Moment bin ich zum Beispiel auch am Klamotten verkaufen, Second-Hand-Klamotten, weil das ist auch so eine Erfahrung, die auch irgendwie zu nichts geführt hat. Naja, also das ist jemand, der halt echt mit Werten umgehen kann, ganz einfach, ja, und auch so weiß, was es für einen Sinn macht und was es keinen Sinn macht, aber auch in einem sehr, sehr hohen moralischen Sinne. Und sie verteidigen auch das Erreichte, ja, vielleicht ist auch jemand, der sehr arbeitsam ist. Sie verteidigen auf jeden Fall so das Erreichte extrem und sie können auch wirklich so aufschießen wie so eine Gazelle, sage ich mal, oder wie so ein Löwe und halt echt jemanden anschreien, wenn diese Sicherheit gefährdet ist. Sicherheit ist hier das A und O.
Dafür maskieren sie sich auch mal. Um diese Sicherheit zu gewährleisten, gehen sie auch alternative Wege, aber im Verborgenen. Aber trotzdem geht es hier, die Hauptüberschrift ist eine sehr hohe Moral bei diesen Menschen. Ja? Vielleicht engagieren sie sich auch ehrenamtlich, vielleicht auch lokal, ja, vielleicht lassen sie auch zum Beispiel Kinder nicht weinen in der Nachbarschaft, wenn man irgendwie merkt, dass sie da, weiß ich nicht, schlecht behandelt werden, Kinder oder so. Das ist ein Mensch, der auch das Jugendamt ruft, wenn sowas passiert. Der auch sich einfach selber schützt, weil er Geld hat, ja? Okay. Das ist jetzt hier bei uns in der westlichen Welt vielleicht weniger relevant, sage ich mal. Man kann einfach die Polizei rufen, wenn was ist, und fertig ist die Sache, ja. Aber in anderen Ländern brauchst du halt Geld, um irgendwie Macht auszustrahlen und dich selber zu schützen. Sowas, ja? Wisst ihr, so ein bisschen sowas. Also im übertragenen Sinne vielleicht auch ein wenig. Aha, jetzt gucken wir mal in das Tierorakel. Mal gucken, was das jetzt hier noch für ein Tier hat. So, ich sag mal, Hauptcharakter als Tierorakel haben wir hier Dachs Heilung. Dachs Heilung. Okay, ganz spannend. Ja, weil ich sehe hier in diesen Menschen nämlich wirklich nichts Böses. Also die haben wirklich eine gewisse Sturheit. Ich meine, Stier ist ja auch stur ohne Ende. Ich habe einen Stier-Aszendent. Ich weiß, wovon ich rede. Aber das ist halt alles für was Höheres, ja. Dieses Sture, dieses nicht abrücken, das ist wirklich für echt was Höheres. Das ist eine ganz hohe Moral. So, der Dachs bringt die Heilung auf allen Ebenen. Er lenkt deine Aufmerksamkeit auf dich, auf deine Lebensgewohnheiten, deine Lebensumstände. Seht ihr? Deine Gedanken, ja. Also ist ein bisschen egozentrisch, aber halt irgendwie für was Gutes. Diese Person bringt auch Heilung fürs Kollektiv. Das ist wirklich so. Also, die mögen auch keine Oberflächlichkeiten, ja. Wenn sie sehen, dass jemand zum Beispiel nicht so hohe Absichten hat oder nur so für den eigenen Spaß immer lebt oder zu viel für den eigenen Spaß andauernd lebt, dann ist es vielleicht auch sowas, was sie nicht unbedingt in ihrem Leben haben wollen, ja. Weil hier ist halt echt eine hohe Energie, aber eine extrem geerdete, eine sture, stierige Geerdete. Also, es ist sehr, sehr spannend, was hier rauskommt. Er schenkt dir die wunderbare Möglichkeit, dein Leben drastisch umzugestalten, sodass du Heilung, Gesundheit, Erfüllung und Liebe erfahren kannst. Der Dachs ist der Helfer in der Not. Da er sich weder vor der Dunkelheit fürchtet noch das Licht scheut, bringt er dir in jeder Lage heilende Erkenntnisse auf deinem Weg. Er zeigt dir, wie du in dir beginnen kannst. Weil der Hierophant ist auch eine sehr hohe Karte. Heilung erfordert dich auf, stehen zu bleiben, hinzuschauen, genau hinzuschauen, die schauen auch hin. Auch das ist alles Gute. Schaut mal, jemand, der halt hingeht und sagt, das geht so nicht, hören Sie auf damit, das ist falsch, wie Sie das machen, der wird heutzutage gesellschaftlich als irgendwie eine Nervensäge angesehen oder als sonst wie. Aber eigentlich ist es vielleicht die einzige Person, die mal bei so Missständen auch mal was sagt. Ja, also es geht diesen Menschen nicht immer nur um Friede, Freude, Eierkuchen. Auf Oberflächlichkeiten hat dieser Mensch, kann ich mir vorstellen, auch wirklich gar keinen Bock. Und es darf auch nicht zu oberflächlich sein. Also man kann ja auch spielen, man kann Freude haben, man kann auch verreisen mit der Welt, man kann auch Leidenschaft leben, aber halt alles echt im rechten Maß, ne? Und das ist wirklich, ja, tatsächlich eine sehr gute Eigenschaft vom Hierophanten. Der ist zwar hier auf dem Kopf, aber das kommt mir nicht negativ rein. Dieser Hierophant hier zeigt mir vielmehr, dass dieser Mensch zwar diese hohen Ideale hat, aber sie vielleicht nicht immer zeigt. Der kann auch in einem Gewand ankommen, in dieser Inkarnation, wie ein normaler Handwerker, ja, oder ein ganz normaler Typ von nebenan. Aber in ihm steckt im Prinzip eigentlich was sehr, sehr geerdetes, hohes. Der Hierophant. Guck mal, was hier noch steht, das ist krass. Wenn sie in dir Erlösung durch Erkenntnis gefunden haben, werden sie dir Heilung und neue Kraft bringen und dein Umfeld wird sich von selbst in heilsamer Weise neu gestalten. That's it. Das ist das, was ich hier auch in den Karten gesehen habe. Ja? Das ist der Charakter dieser Person. Die Frage ist halt immer, ob, wenn sie ein bisschen schroff daherkommen, ein bisschen so machtmäßig oder sowas, dann ist es halt wirklich aus so einer eigentlich gutmütigen Strenge heraus. Ja?
Gucken wir mal weiter. In die Malereikarten. Ich habe hier noch so ein Malereispiel. Habe ich im ersten Tarot so drei Karten soll ich ziehen. 19. Jahrhundert in Deutschland haben wir hier. Leider sind die auf schwarz-weiß. Kann ich jetzt nicht ändern. Hier steht Philipp Otto Runge, 1777 bis 1810, Maler in Hamburg. Neben Caspar David Friedrich Hauptmeister der romantischen Malerei in Deutschland, Werke, Allegorien, besonders die Folge der Tageszeiten und ganz figurige Bildnisse, Wir drei, der Künstler mit Frau und Bruder, siehe Bild. Ja, also das zeigt mir hier auch nochmal so eine kollektive Energie. Eine sehr starke kollektive Energie. Die Folge der Tageszeiten. Die Folge der Tageszeiten. Die Folge der Tageszeiten finde ich auch so, auch, wisst ihr, so dieser Titel, die Folge der Tageszeiten, das hat auch was sehr Geerdetes, dieses, auch was sehr Politisches eigentlich schlussendlich auch, ja. Dieses Ursache und Wirkung, das Karma, was du heute tust, das ist das Resultat von morgen dann. Und das kannst du nur im praktischen Sinne, ja. Manifestation hat immer eine Forderung der praktischen Tat. Wir können nicht nur träumen, wir können nicht nur affirmieren, wir können nicht nur auf der Couch rumsitzen. Sehr starker Charakter. Sehr starker Mensch. So, ihr Lieben. Aber ich werde trotzdem mal ganz kurz gucken, weil ihr ja auch viel wegen der Liebe fragt. Wird sich diese Person, wie wird sich diese Person dir gegenüber verhalten demnächst, sage ich mal? Königin der Luft ist rausgefallen und 9 des Feuers. Das sind eher kritische Karten, ja? Königin der Luft und 9 des Feuers. Aber ja, ich guck mal, wie wird sich die Person denn euch gegenüber jetzt so bewegen und verhalten? Ne? Jeder ist ja in einer anderen Situation, ja? Du ziehst dir dann halt natürlich das raus, was hier relevant für dich ist. 8 der Luft. Also im Moment weiß diese Person noch gar nicht, was sie mit dir anfangen soll, was sie mit dir machen soll und wo es hingehen soll, ja? Dann 10 des Wassers. Und 9 des Wassers, ja. Also hier sind einfach erstmal spielerisch viele Möglichkeiten, was mir reinkommt. Diese Person kennt viele Menschen. Wir hatten ja auch hier die 3. Hat viele Möglichkeiten. Hat ein gewisses stabiles finanzielles Dingens. Und kann auch gut reisen und kennt vielleicht auch Gott und die Welt. Ja? Oder vielleicht auch echt Leute auf der ganzen Welt, je nach Portemonnaie. Ja, so. Und die kennen wirklich sehr, sehr viele Menschen und was sie jetzt mit dir speziell machen oder nicht machen, das wissen sie entweder nicht, weil sie euch noch nicht so gut kennen, oder es ist nicht möglich, sich zu treffen, weil einfach so viele Freundschaften oder Partnerschaften oder wie auch immer dazwischen sind. Oder es geht nicht, weil diese Person sehr eingebunden ist ins soziale Leben. Das kann auch übrigens ein Politiker sein oder so, ja? Also das kann auch hier, ich weiß nicht, wer zuschaut, ihr Lieben, ne? Okay? Also hier kann alles sein. Hier kann von Handwerker bis Politiker sein. Aber halt jemand mit einem sehr, sehr hohen Moralkodex. Aber streng, ja? Also prüft die Menschen aufs Exempel, verstehst du? Also du musst da halt auch irgendwie genauso auf dem Niveau sein wie diese Person. Weil sonst akzeptiert sie dich wahrscheinlich nicht. Das ist halt das, was ich sehe. Ihr Lieben, wir gucken mal, wenn die Person eine Stimme hätte und ein Lied singen würde, welche Stimmung, welches Lied, welche Aussage des Songs würde diese Person dir jetzt oder würde allgemein singen im Leben? So kann man das auch sagen, ja? Ich werde, wie immer, aus Überraschungsgründen erstmal singen. Hä? Naja, gut. Erstmal singen. Und dann werde ich euch sagen, welches Lied das jetzt ist. Und ich muss erstmal hier ein bisschen leider suchen. Ich muss leider, genau. Ich werde hier diese Liste auch noch ein bisschen, das Orakel auch noch ein bisschen verbessern. Denn eigentlich sind es zu viele Lieder in einer Zeile, aber ich hab's jetzt.
Also das sind wirklich total verschiedene Lieder, komplett verschieden. Deutsch, Englisch, alles Mögliche, einfach damit wir echt ein Orakel gewährleisten können sozusagen. Warum ich auch immer so viel suchen muss hier. Ja, ich hab's. Okay, ich singe. Männer nehmen den Arm, Männer geben Geborgenheit. Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Und Männer sind so verletzlich. Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Männer haben's schwer, nehmen's leicht. Außen hart und innen ganz weich. Werden als Kind schon auf Mann geeicht. Wann ist ein Mann ein Mann? Wann ist ein Mann ein Mann? Ups. Also, das ist das Stück Männer von Herbert Grönemeyer aus dem Album Bochum von 1984. Ja. Was habe ich gesagt? Ja, das ist auch eine sehr strenge Energie. Eine Energie, die vielleicht auch sehr hart auch zu sich ist. Ja, also durch diese hohe Moral auch... So dieses harte, schale, weicher Kern kommt mir hier auch noch so rein. Also ein Mann oder ein Mensch, das ist hier eine sehr männliche Energie, aber das kann auch eine Frau sein, ja? Das kann auch Angela Merkel sein oder so, ne? Ihr wisst, was ich meine, ja? Also irgendwie, natürlich können Frauen auch in so einer Energie sein. Das ist jetzt nicht nur auf Männer bezogen, sag ich mal, aber das ist halt eine männliche Energie hier. Und es ist ja, Herbert Grönemeyer singt ja hier... dass zum Beispiel Männer nehmen den Arm, Männer geben Geborgenheit. Das heißt, Männer tragen schon allein schon einfach diese Verantwortung irgendwie fürs Kollektiv oder ich sag mal für die Gruppe, ja, so wenn sie in einer starken, männlichen, korrekten, guten, männlichen Energie sind jetzt. Männer weinen heimlich, ja, weil Männer, sie beschützen alle um sich herum irgendwie und wenn es um sich selbst geht, dann weinen sie heimlich. Ich meine, das finde ich nicht so richtig. Also ich finde, ein Mann braucht auch eine emotional starke Frau an seiner Seite, um auch wirklich zu gewährleisten und auch wirklich was geben, auch wirklich was für die Gesellschaft zu geben. Das ist halt meine persönliche Meinung, weil männlich und weibliche Energien sollen in einer guten Balance sein, weil kein Mann ist ja hier, um irgendwie nur alle durchs Leben zu schleppen, ja? Also jeder Mensch hat ja auch Bedürfnisse. Aber das ist halt eine sehr strenge männliche Energie hier einfach, ja? Die halt wirklich fürs Wohl vom Kollektiv schaut. So die Amerikaner sagen dazu Provider. Ne? Männer brauchen viel Zärtlichkeit, Männer sind so verletzlich, Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich und der ist hier unersetzlich. Oder diese Frau, die einfach in einer sehr starken Energie ist. Ja? Und Männer haben es schwer, nehmen es leicht. Außen hart, innen ganz weich, werden als Kind schon auf einen Mann geeicht. Und wann ist ein Mann, ist halt die Frage von diesem Stück. Ihr Lieben, das ist hier die Person Nummer 2. Ich danke euch von Herzen fürs Anschauen. Jetzt kommt das dritte Orakel noch. Ich weiß ja nicht, ob du dabei bleibst und hier noch weiter guckst. Oh. Könnt ja auch oft noch andere Menschen schauen, Familie oder so. Wie auch immer ihr das möchtet. So, und dann gucke ich mal, wenn du dich entschieden hast fürs Manara-Tarot, sehr erotische Bilder. Ne? Gucken wir mal. Denk bitte an deine Person, männlich oder weiblich, spielt keine Rolle. Und dann beleuchten wir mal den Charakter von diesem Menschen. Das sind allgemeine Orakel. Um ganz genau zu gehen, könnt ihr, wie Anfang schon erwähnt, auch jederzeit ein persönliches buchen oder euch informieren per E-Mail. Die erste Karte ist... Ja. Das ist hier 3 der Luft. Herzbruch, ja. Hier ist ganz viel Trauer einmal. Also das ist die Trauerkarte.
Das ist die Herzbruchkarte. Schauen wir mal weiter. Mir kommt hier das Stichwort Gefangener rein. Gefangener oder Gefangene. Jemand, der nicht auf seine oder ihre Kosten kommt. Jemand, der gelockt wird vom Leben, ja, weil das ist ja hier auch so ein Locken. Wir verstehen dieses Locken im übertragenen Sinne auch, ja. Das ist jetzt hier natürlich ein sehr sexuelles Locken natürlich, ja. Aber wir verstehen das mal im übertragenen Sinne. Also hier haben wir einen traurigen Menschen und du kannst auf Frau oder Mann schauen, spielt keine Rolle, ja. Die Karten, die zeigen ja, ich sag mal, nur Personen an erstmal. Aber das heißt nicht, dass das eine Frau oder Mann sein muss. Diese Person wurde vielfach vom Leben gelockt und fallen gelassen, ja. Dass man ihr sozusagen wie einem Esel so eine Karotte vor die Nase hält und es und den Esel rennen lässt. Und der Esel niemals diese Karotte bekommt. Sowas kommt mir rein. Ja. Das hat natürlich gemacht, ja, dass das Herz von diesem Menschen verschlossen wurde. Numerologie, Lebensweg Nummer 8, Lebensaufgabe 8, sagen auch manche. In jedem Numerologiebuch steht es an, das ist immer wichtig, die Numerologieschule zu benennen, wenn man Numerologie macht. Machen viele nicht. Aber Lebensaufgabe 8, ja, oder ich sag mal so, Quersumme 8 aus dem Geburtsdatum. Das ist doch das Beste, das so zu ausdrücken. Ja, natürlich verschließt sich da so ein Herz, ne? Ist ja klar. Da ist halt ganz, ganz viel Feuer, ganz viel Leidenschaft eigentlich in diesen Menschen. Aber nicht lebbar, weil sich diese Person natürlich nach diesen ganzen Enttäuschungen auch nicht mehr traut. Sind das denn karmische Enttäuschungen oder was ist das Problem? Punishment. Ich habe hier gefragt, sind das denn karmische Enttäuschungen? Ja, hier wird jemand halt geschlagen. Diese Person war in irgendeinem früheren Leben oder in anderen Leben, das ist auch meine Frage, weil von nichts kommt nichts, ja? Scheiß Karma oder, naja, ich meine, oft hat es was Karmisches, ja? Diese Person war sehr, sehr dominant, vielleicht in einem früheren Leben oder vor vielen Jahren. Dominant gegenüber anderen, hat andere vielleicht gezüchtigt sogar in einem früheren Leben, ja? Oder wenn jemand nicht so gespurt hat, wie er oder sie wollte, wurde da auch wirklich Hand angelegt und tatsächlich auch geschlagen. Und es ist ja logisch, dass diese Person jetzt die Quittung dafür kriegt, ja. Ob das alles in diesem Leben passiert ist oder im früheren Leben. Manchmal wachen wir auf, ja, in einer neuen Inkarnation und es passiert irgendwie lauter Scheiße, sage ich jetzt mal. Dabei haben wir auch wirklich viel dazu beigetragen in anderen Inkarnationen. Je älter eine Seele ist, ja, also es werden andauernd alte Seelen gelobt in der spirituellen Welt. Aber Leute, je älter eine Seele ist, ah ja, ich meine, logischerweise hat die ja auch viel mehr erlebt als eine junge Seele, oder? Ich meine, man muss jetzt auch mal sagen, natürlich können wir jetzt Schuld nicht von uns weisen. Das versuche ich auch hier in keinster Weise zu sagen. Aber wenn man sich jetzt die Geschichte der Menschheit anschaut, dann haben ja Leute, waren ja auch in den verschiedensten Rollen im Leben. Also wenn du zum Beispiel jetzt im Mittelalter geboren wurdest und du warst irgendwie Soldat und du warst dann Soldat von A bis Z, ja? Oder du warst irgendwie Monarch von Anfang bis Ende. Da konnte man ja auch nicht einfach abhauen aus dem Leben. Und da immer so ein moralisches Standing zu bewahren und seinen eigenen Weg zu gehen, das ist ja überhaupt, wisst ihr, worauf ich hinaus will, ja? Also das heißt, man sammelt immer auch ein schlechtes Karma, glaube ich, an, wenn man überhaupt versucht zu leben. Wir versuchen es natürlich zu minimieren, logischerweise. Aber das ist das, also hier, das ist wirklich karmisch. Ja, ja. Und diese Person hat andere auch überhaupt nicht für wichtig genommen im früheren Leben oder auch in dieser Inkarnation. Die Meinung anderer Leute war egal, ja. Also hier sind auch wirklich Tendenzen, narzisstische Tendenzen zu sehen. Also dieser Mensch trägt eine Last in sich und das ist die Last der früheren Leben. Diese Person hatte selbst sehr viele Freiheiten, hat sehr das Leben genossen und so weiter, aber auf Kosten anderer Leute. Ja, zum Beispiel, ich habe ja auch schon irgendwie das Thema Mittelalter angerissen, sage ich mal. Und naja, ich sag mal, der
Also Königshäuser haben natürlich davon gelebt, dass jetzt zum Beispiel ärmere Leute gearbeitet haben. Ich meine, das ist heute auch nicht anders. Also heute verhungert die dritte Welt und wir leben hier in Saus und Braus. Und das ist auch, wir häufen damit auch schlechtes Karma an Leute, ja? Also man kann ja nicht einfach nur sagen, man muss die Sache schon bis zum Schluss denken. Aber das meine ich mit diesem. Wir sind halt nun mal hier geboren. Wir sind ja auch in ein Leben reingeschmissen worden. Und wer bitte hat denn wirklich die Eier, sich daraus zu befreien und zu sagen, ich mache jetzt überhaupt nichts mehr, was mit der westlichen Welt zu tun hat? Dann müsste ja jeder irgendwie auf einen anderen Kontinent verschwinden, sich eine Hütte bauen, konsequent sein Essen selbst anbauen, dann bist du frei von Karma. Aber solange wir hier in Deutschland, Österreich oder sonst wo leben, haben wir alle einfach ein Karma zu tragen. Ja? Ich würde mir jetzt den Schuh so schuldmäßig jetzt so, wie ich es jetzt sage, nicht anziehen, aber das ist auch sowas. Also, wir sind immer schnell mit so irgendwie. Naja, gucken wir mal hier, gell? Achso, es kann auch sein, dass dieser Mensch dich verletzt hat sehr. Aber ich sag dir eins, ja. Dieser Mensch leidet. Leidet und hat auch nicht besonders viel Glück gehabt, ne? Also einfach ein kleiner Trost. Wenn ihr da keinen Kontakt habt, dann ist das vielleicht ganz gut so, ne? Was für ein Bild bekommt dieser Mensch? Das Künstlerbild hier. Karte heißt Barock in Westeuropa. Antoine Watteau, Maler in Paris, Gestalter der sinnlich bewegten Welt des Rokoko von 1684 bis 1721. Ne? In neuartig zeitfarbigen Bildern von galanten Festen in heiteren Parklandschaften, der bedeutendste Maler Frankreichs im 18. Jahrhundert, Gilles. Ist der. Naja, eine sinnlich bewegte Welt, Rokoko, 1684 bis 1721. Das kann auch sogar echt so die Zeit sein, wo diese Person gelebt hat im früheren Leben, ja? Naja, Maler Frankreichs im 18. Jahrhundert, galante Feste, zeitfarbige Bilder, Sinnlichkeit. Naja, was habe ich gesagt? Also eventuell auch auf Kosten anderer Leute hier gelebt und Spaß gehabt, ja? Also er hatte Spaß oder sie und er hat sich aber sonst um nichts anderes mehr Gedanken gemacht, ja, als um seinen eigenen Spaß und so weiter. Aber noch einmal, ja, jeder wird ja auch in ein Leben reingeboren, ja? Es gibt ja auch wirklich Faktoren. Aber das mindert jetzt die Schuld nicht, ja? Das will ich damit überhaupt gar nicht ausdrücken. Und welches Tier symbolisiert diesen Menschen? Tiger, Begeisterung. Das ist halt so ein Go-Getter. Also ein Tiger ist ja auch nicht gerade zimperlich, meine Lieben, ja? Wir machen ja auch oft so, dass wir so Tiere und die Natur ja auch so dermaßen akzeptieren und tolerieren. Aber wenn wir uns mal einen Tiger anschauen, wenn der mal Hunger hat und nicht gefressen hat und du bist in der Nähe, dann sage ich aber Prost Mahlzeit, ne? Also das ist vielleicht echt ein toxischer Mensch hier. Was denkt denn diese Person von sich selber? Das ist doch mal spannend, ne? Ist aber ein dominanter Charakter, ja? Also vielleicht auch wirklich narzisstische Züge hier. Was denkt denn dieser Mensch von sich selbst? Also wenn ihr keinen Kontakt habt, dann will das Universum aber echt was Gutes mit dir, ne? Das kann ich dir aber auch sagen hier. Ja, denkt sich, dass es ein sozialer Mensch ist und irgendwie nett und so weiter und kommt nicht aus seiner Haut raus, hat irgendwie Pech und kein Glück. So denkt diese Person über sich und denkt, dass sie sehr gesellig ist und ein netter Mensch von nebenan ist. Und es kann es ja auch gut sein, dass diese Person auch so ist im Moment. Aber es hat halt einfach sehr, sehr viel, wurde eben mitgebracht. Wie sehen andere Menschen die Person? Zwei der Luft, zweifelhaft. Vielleicht wird diese Person auch als oberflächlich angesehen, 10 des Wassers und 9 des Wassers, ja?
Okay, vielleicht kennt diese Person auch zu viele Leute, ja? Geht zu viel auf Partys, das kann es natürlich auch alles sein. Und König des Wassers. Also eher jemand, der instabil ist, aber durchaus auch jemand ist, mit dem man auch mal feiern gehen kann. Und jemand, der auch weiß, was er will. Und eher so als Einzelgänger. Und jemand, der auch dominant ist, mit dem man aber auch gut feiern kann oder so. Aber vielleicht auch ein bisschen oberflächlich, ne? Also hier ist wirklich ein karmisches Thema. Sehr stark, sehr stark. Ihr Lieben, wenn diese Person nun eine Stimme hätte, was würde diese Person, ja, ich singe euch jetzt was, was würde dieser Mensch singen? Welches Lied würde dieser Mensch singen, ja? Was wäre das, was dieser Mensch hier singen würde? Und ich sing's dir. Zuerst schaue ich selber mal rein, was für ein Song das ist. Dann schaue ich, dann suche ich das Lied. Dann suche ich das Lied. Und dann singe ich euch das Lied. Oh, das ist ein ganz toller Song. Ich liebe es. Also ich bin zu begeistern mit verschiedener Musik immer. Das habe ich auch schon sehr lange nicht mehr gesungen. Ich muss es erstmal ein bisschen suchen, ihr Lieben. Es kann auch sein, dass es hier jemand ist, ihr Lieben, der sich zum Beispiel immer beschwert, dass er immer so nett ist zu allen und er immer mit allen klarkommt, weil wir hier auch so viele Kelchkarten haben, ja. Und dann aber sich beschwert, warum er oder sie immer so viel Pech hat. Kann auch sein, dass es hier auch resonieren kann, dass es auch jemand ist, der vielleicht von seinen Eltern früher als Kind auch sehr viel geschlagen oder misshandelt wurde oder so. Wenn dem so ist, dann ist es aber so, dass das auch ein Thema wirklich aus dem früheren Leben ist. Und wenn man als alte Seele oder einfach als jemand, der vielleicht auch schon ein bisschen gelebt hat oder ein bisschen schon ein paar Sachen gesehen hat, dann aber auch mal in ein früheres Leben geblickt hat und auch mal gesehen hat, dass man auch selber tatsächlich auch, ich sag mal, das Problem war, dann relativiert sich auch sehr viel, ne? Und dann hört man auch zum Beispiel eher mal auf, anderen die Schuld zu geben. Ich habe allerdings auch schon zum Beispiel im Leben von meinen eigenen gesehen, dass auch tatsächlich auch mal die anderen schuld waren. Ja? Also es ist ja immer so, es sind ja auch verschiedene Faktoren für ein Karma, wie ich ja auch schon anfangs gesagt habe. So, und wo ist jetzt das verdammte Stück? Oh nein. Ich finde es irgendwie nicht. Tja, wisst ihr, was ich mache? Ich werde euch das mal in einem zweiten, in einem Short singen. Ich singe es euch in einem Short. Und das Short, das kommt dann am Montag raus für das dritte Orakel. Okay? Ich denke, das ist ganz gut. Dann kann ich hier auch noch ein bisschen ordnen. Und euch danke ich von Herzen fürs Anschauen, Liken, fürs Teilen und fürs Abonnieren. Ich bin halt, wie gesagt, so ein Musikorakel habe ich in keinem anderen Orakel jemals gesehen. Ich bin die Erste, die das angefangen hat, irgendwie hier zu machen. Und naja, ich habe den Fehler gemacht, dass ich die Listen irgendwie zu lang hier gemacht habe. Aber die verkürze ich dann immer so mal mit der Zeit. Ihr bekommt einfach noch ein zweites Video. Ihr bekommt es dann am Montag als Short. Und dann könnt ihr euch mal anhören, was diese Person zu sagen hat. Es ist übrigens ein sehr leidenschaftliches Lied. Diese Person wird ja auch als König des Feuers hier angezeigt. Ein sehr leidenschaftlicher Charakter. Der sich auch tatsächlich nach Leidenschaft und Liebe sehnt. Aber vielleicht auch ein bisschen wild sein kann. Das ist auch sehr Widder. Es ist übrigens ein Song von Céline Dion. Und Céline Dion ist Widder von Sternzeichen, was sehr impulsiv sein kann, was natürlich total super ist, weil es eine tolle Kraft ist, ja. Aber vielleicht muss sich diese Person hier auch so ein bisschen zügeln im Temperament, ja. Einfach weil zu viel Feuer ja dann auch schon wieder... Zu viel Feuer ist ja auch nicht gut, ja. Zu viel in dieser Tigerenergie und in dem Tierischen zu sein und irgendwie, naja, ich meine, Löwe, Tiger und so, das ist für mich auch alles einfach sehr feurig, ne? Und das ist, glaube ich, wirklich das. Aber diese Person kann wahrscheinlich auch sehr gut ihr Temperament und ihr Feuer auch zeigen und leben. Naja, vielleicht ist es auch genau diese Komponente, wenn jemand hier auf die Liebe schaut,
die euch da jetzt auch so ein bisschen getriggert hat, ne? Vielen herzlichen Dank nochmal. Schaut euch das Short von Montag an. Ich bereite das noch vor. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Nur das Allerbeste, dass ihr gut mit offenen Augen durch die Welt geht. Am allerbesten. Ja, wir versuchen das. Und wenn wir so ein bisschen hinter die Kulissen schauen und gucken, mit wem wir es zu tun haben, in welchem Lebensumstand wir es so zu tun haben, dann kann uns das einfach sehr helfen. Ja? Und ich wünsche euch auch das Allerbeste, dass ihr findet, was ihr sucht. Und wenn ihr mich finden wollt, wegen einem persönlichen Reading, sehr gerne. Ihr schreibt mir einfach eine unverbindliche Mail. Ich gebe euch die Info und dann können wir was ausmachen oder auch nicht, wie du es wünschst. Alles erdenklich Gute, eure Michelle. Und bald kommt auch ein Lied raus vom ersten Quartal. Ich singe auch Messages von Spirit für euch. Überraschung, Überraschung. Ich habe euch lieb, bis dann und tschüss.